SWR 1, der Tag in Rheinland-Pfalz. Mit Claudia Deeg. Und mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Spitzenkandidatin der SPD für die rheinland-pfälzische Landtagswahl. Guten Tag, Frau Dreyer. Guten Tag, Frau Deeg. Zum Auftakt gleich mal eine kurze Frage. Wenn die Blumenläden ab Montag wieder öffnen, wem kaufen Sie den ersten Strauß? Auch ich kaufe einen ersten Strauß für meine Sekretärin, die wirklich auch eine ganz harte Zeit hat seit Corona. Malu Dreyer bis 19 Uhr hier im Radio zu hören, zu sehen über Studio TV auf swr1.de. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen, auch über die SWR1 App. Eins gehört gehört. Wir haben einen Fragen-Schnelldurchlauf, so ein bisschen zum Warmwerden. Ich sag's gleich, je kürzer die Antworten, desto mehr Fragen bringen wir unter. Wenn Ihre Antworten länger werden im Laufe der Zeit, weiß ich, dass meine Fragen nicht okay sind. Wie traurig waren Sie, dass Sie Ihren 60. Geburtstag vor kurzem wegen Corona nicht in großer Runde feiern konnten? Ja, schon traurig. Das ist schon ein besonderer Geburtstag gewesen, aber ich hole es definitiv nach zum 61. dann. Wie oft telefonieren Sie mit Karl Lauterbach, SPD-Kollege, Arzt und ständiger Mahner in der Corona-Pandemie? Er schreibt mir vor allem unentwegt irgendwelche SMS und manchmal rufe ich ihn dann auch an. Wer ist Ihr wichtigster Berater im Moment? Ah, das sind schon meine allerengsten Mitarbeiter, der Chef der Staatskanzlei, natürlich auch im Privaten mein Mann. Aber wir haben ganz viele Experten und Expertinnen und die sind natürlich extrem wichtig jetzt in der Corona-Pandemie. Warum ist am Montag der richtige Zeitpunkt, um Blumenläden und andere zu öffnen, wenn Sie und die anderen doch zwei Tage später mit der Kanzlerin über Beschränkungen und Lockerungen beraten? Wir müssen zum Montag eine neue Rechtsverordnung machen, weil die Friseure öffnen. Und ich habe bereits nach der Kanzlerrunde gesagt, mit der Öffnung der Friseure werden wir die Anpassungen machen an andere Bundesländer. So zum Beispiel das Thema Blumenläden, was in Hessen ja die ganze Zeit offen war, Fahrschulen, Hessen, Nordrhein-Westfalen. Also das sind Dinge, das sieht man auch in anderen Bundesländern, die jetzt angepasst werden. Sie haben aber gar nichts damit zu tun, dass wir Perspektivplan brauchen, den wir dann mit der Bundeskanzlerin zusammen entwickeln müssen. Also hätte man eigentlich die Blumenläden ähnlich wie in Hessen auch gleich geöffnet lassen können? Naja, das sind Interpretationsfragen und außer Hessen und ich glaube NRW hat kaum jemand das so interpretiert. Aber wir hatten natürlich schon Stress. Sie können sich vorstellen, wenn in Mainz ein Blumenladen nicht aufmachen darf, in Wiesbaden hat er auf. Das ist keine einfache Situation und deshalb fanden wir es sehr konsequent, das jetzt anzugleichen. Wir haben das auch vor einer Woche angekündigt und jetzt einfach auch so gemacht. In der SPD-Wahlzeitung Malu-Magazin stehen Sie in einer Küche abgebildet mit Rezept gebackene Süßkartoffeln mit Spinat und Mandeln. Sind Sie Vegetarierin? Bin ich nicht, aber ich esse eigentlich immer wenig Fleisch und immer mein Leben lang eigentlich. Ich esse gerne ab und zu mal Fleisch, aber im großen Ganzen dann doch vegetarisch. Wo waren Sie zuletzt im Urlaub? Im Pfälzerwald, kurz vor dem Lockdown. Ihr Lieblingsort in Rheinland-Pfalz? Das ist zurzeit eigentlich in Trier. Einerseits gehe ich total gerne einkaufen in die Innenstadt, also außerhalb des Lockdowns. Und ich gehe sehr gerne mit meinem Mann in den Wald in Trier, in den Weißhauswald oder in den Mäulenwald. Es ist einfach ein total schöner Wald, schöne Wälder und dort kann ich einfach Kraft und Ruhe immer wieder so schöpfen. Wann waren Sie das letzte Mal in Pirmasens, die Stadt mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung in Rheinland-Pfalz? Ja, da war ich gerade vor kurzem, ich überlege gerade warum, aber zumindest habe ich mit einem sehr wichtigen Unternehmen aus Pirmasens gerade telefoniert vor 3 Tagen. Corona-Krise und Wahlkampf, wie viel Schlaf brauchen Sie? Ja, ich brauche wenig Schlaf, das ist auch gut so. Ich bin eigentlich ganz okay, wenn ich 5-6 Stunden schlafen kann. Aber lieber sind mir 8, das ist nur zurzeit seit Corona gar nicht machbar. Guten Tag, mein Name ist Hubert Bühler, ich wohne in Lamsheim. Ich frage mich, was geschieht, wenn die 35er Inzidenz nicht mittelfristig erreicht werden kann. Da denke ich so bis Ende März, weil wenn die Inzidenz jetzt wieder steigt, dann müssen Sie doch irgendwelche Gegenmaßnahmen machen. Gegenmaßnahmen machen, wie gehen Sie damit um? Im Moment steigt die Inzidenz ja, wir liegen wieder über 50. Ja, genau. Ich hatte heute gerade eine Videoschalte mit den kommunalen Spitzenverbänden und wir haben dort nochmal sehr konkret besprochen. Natürlich ist es Allerwichtigste, auch mit Blick auf die Mutation, dass die Menschen sich an die Hygienemaßnahmen halten, also Maske tragen und so weiter, weil das hilft auch gegen die Mutation. Aber dort, wo die Zahlen steigen, in den Landkreisen müssen wir wirklich sehr rigorose Maßnahmen ergreifen und zwar sehr, sehr schnell. Das ist die Erkenntnis aller Wissenschaftler, dass man ja langsam stufenweise Dinge auch
öffnen kann unter bestimmten Bedingungen, aber man muss sofort intervenieren, wenn die Zahlen hochgehen. Und deshalb ist die Verabredung mit den Landkreisen jetzt auch in den kreisfreien Städten, dass wir ab 50 gibt es ein Monitoring, wird genau hingeschaut, ab 100 gibt es ganz klare Allgemeinverfügungen und da gehören dann auch so unangenehme Dinge dazu, wie beispielsweise Ausgangsbeschränkungen am Abend, einfach damit man dafür sorgt, dass Menschen nicht abends dann nochmal privat unterwegs sind und das Virus immer weitertragen. Aber klar ist auch, die 35er Inzidenz, darüber wird dann auch nochmal gesprochen werden. Sie wird eigentlich flankiert von den Fragen Impfquote, Testmöglichkeiten. Also wenn wir über Öffnungsperspektiven sprechen, muss man diese Aspekte auch mit einbeziehen. Das heißt, wir gucken nicht mehr ausschließlich dann auf die Inzidenz, auf diese magische 35,50. Genau, die Inzidenz ist wichtig, bleibt sie auch. Beim Hochgehen der Inzidenz ohnehin, da ist sie wirklich sehr, sehr wichtig. Aber bei den Öffnungen, bei den sanften Öffnungen muss unbedingt auch geschaut werden, wo stehen wir beim Impfen, was kann man tun mit dem Testen, also auch andere Faktoren, was macht der R-Wert. Das hat uns das RKI jetzt auch gerade nochmals empfohlen, das Robert-Koch-Institut. Stichwort Impfen. Friedrich Broth aus Neustadt an der Weinstraße will wissen, wann wird die Impfanmeldung für die zweite Prioritätsgruppe geöffnet? Wieso kann man sich nicht anmelden, auch wenn man nicht zur ersten Gruppe gehört? Meine Frau wird im Juni 80 und ich kann sie nicht anmelden, da wir erst Februar haben. Ja, das alles hat eigentlich nur damit zu tun, ausschließlich, dass einfach nur eine begrenzte Anzahl von Impfstoff da ist. Das heißt, in der Prioritätengruppe 1, was ältere Menschen betrifft, sind wir bei den Altenheimen mit Erst- und Zweitimpfung durch und beginnen jetzt nochmal von vorne für die, die damals krank waren oder was auch immer. Wir sind aber noch nicht durch bei den über 80-Jährigen. Das sind sehr, sehr viele Menschen nach wie vor, die erhalten jetzt ihre Briefe, um alle ihren ganz konkreten Impftermin zu erhalten. Die sind alle im Terminpool und werden dann sehr, sehr schnell geimpft. All diese Menschen, auch in der Prio 2, was praktisch ab 80 oder unter 80 dann betrifft, die können nur mit BioNTech und Moderna geimpft werden. Und das ist einfach ein begrenztes Volumen von Impfstoff. Wir werden die Prioritätengruppe 2 öffnen für Berufsgruppen, wo der Impfstoff AstraZeneca geimpft werden kann unter 65 oder bis 65. Das machen wir jetzt am 27. Und ab 1. März können dann beispielsweise die Erzieher und Erzieherinnen, die Lehrerinnen in den Grundschulen und andere Berufsgruppen geimpft werden. Insofern ist das etwas unbefriedigend für Herrn Broth. Sie müssen sich noch etwas gedulden und ich will auch wirklich für Verständnis bitten. Wir brauchen einfach mehr Impfstoff und zwar von dem auch für die älteren Menschen, BioNTech und Moderna. Und sobald er kommt, werden wir mit Hochdruck weiter impfen. Wir sind in Rheinland-Pfalz, gehören wir zu den Bundesländern, die absolut an der Spitze stehen, was die Geschwindigkeit des Impfens betrifft, sowohl der Erstimpfung als auch der Zweitimpfung. Wir kommen noch zu einer Frage. Vielleicht können Sie die bitte noch beantworten. Markus Antweiler aus Siershahn im Westerwaldkreis fragt, Rheinland-Pfalz hat Schulden gemacht in der Corona-Krise. Wie wird das alles finanziert? Werden in den nächsten Jahren die Steuern erhöht? Das haben wir nicht vor, aber natürlich haben wir auch Schulden aufnehmen müssen. Das ist überhaupt gar keine Frage und das war auch keine leichte Entscheidung. Aber die Schulden aufnehmen war damit verbunden, dass wir ab einem bestimmten Jahr auch einen ganz klaren Tilgungsplan vorzulegen haben, um die Schulden wieder zurückzuführen. Und das bedeutet, wir müssen sie uns im Grunde dann aus dem Haushalt heraussparen und eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ich hoffe aber, wenn wir Corona geschafft haben, dass dann auch die Wirtschaft wieder wirklich richtig Anlauf nimmt und wir auch wieder höhere Steuereinnahmen haben, um so dann auch einen guten Weg miteinander zu finden, die Schulden abzutragen, aber gleichzeitig eben auch nicht wahnsinnig andere Maßnahmen zu ergreifen haben als sparen und gucken, wie wir mit dem Geld umgehen. Aber ich habe Sie richtig verstanden, es ist mehr das Prinzip Hoffnung. Sie können Stand heute nicht sagen, nein, es wird keine Steuererhöhungen geben. Naja, das Land hat ja überhaupt gar keine besondere Möglichkeit. Aber Sie können sich dafür stark machen. Ja, im Land haben wir ja nicht die große Nein, aber Sie können sich innerhalb der SPD in der Großen Koalition dafür stark machen. So ja, natürlich kann ich mich dafür stark machen. Es geht aber tatsächlich dann darum, das will ich auch ehrlich sagen als Sozialdemokratin, wenn auf der Bundesebene, wo ja irrsinnig viele Schulden aufgenommen worden sind, natürlich die Frage gestellt wird, wie wird das alles zurückgezahlt, wird man eine Rechnung machen müssen, mit gucken müssen, wie stark ist die Wirtschaft, wie viel Geld kommt wieder rein. Und dann wird man, denke ich, dafür sorgen müssen, dass starke Schultern mehr tragen als die schwächeren Schultern. Aber das ist natürlich heute nicht beantwortet. Aber das ist ein Zukunftsthema in der neuen Legislaturperiode auf der Bundesebene, ganz klar.
Andreas Rastedt aus Neuwied fragt: Ich höre ständig von Förderung und Unterstützung während der Pandemie. Ich bin jede Woche arbeiten gegangen, darf zur Belohnung das Kurzarbeitergeld jetzt noch versteuern. Kann man da auch mal was für die arbeitende Bevölkerung tun? Ja, zum einen ist natürlich das Kurzarbeitergeld auch deswegen eingeführt worden. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument in dieser Pandemie, um natürlich für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sicherzustellen, dass sie ihre Jobs nicht verlieren, sondern dass sie auch in einer solchen Krise Jobs haben und weiterarbeiten können. Den Ärger mit der Versteuerung, den verstehe ich absolut und total. Wir haben es häufiger schon mal adressiert an den Bund, aber da hat sich und tut sich im Moment nichts bewegen. Wir haben es trotzdem auf dem Zettel. Wobei der Finanzminister ist ja dieselbe Partei, vielleicht tut sich dann doch noch was. Jetzt haben wir die nächste Frage. Mein Name ist Antje Hallier, ich komme aus Hattert in der Nähe von Hachenburg. Meine Frage an unsere Ministerpräsidentin Frau Dreyer: Wann wird die SPD sich der unsäglichen Raserei in den Hauptstraßen unserer kleinen, größeren Ortschaften oder auch unseren Städten widmen? Frau Dreyer. Ja, wir haben tatsächlich im Wahlprogramm jetzt drinstehen, dass wir vermehrt Tempo-30-Zonen in unseren Städten und auch in den Gemeinden einführen wollen, um damit wirklich die Bürger und Bürgerinnen zu schützen vor dieser Raserei. Aber auch bei den Straßensanierungen und so weiter soll auch mehr Flüsterasphalt verwendet werden. Aber ich glaube, das Tempolimit ist das A und O, um wirklich auch die Bürger und Bürgerinnen zu schützen in Zukunft in den Innenstädten. In vielen haben wir es schon, aber wir wollen es verstärkt auch in den kleineren Gemeinden einführen. Und noch eine Frage. Guten Tag, Frau Dreyer. Mein Name ist Harald Dupont. Ich komme aus Ettringen. Meine Frage an Sie: Welche Lehren ziehen Sie aus den Rügen des Landesrechnungshofs und den Urteilen der Gerichte, was die Besetzungspraxis in den zwei Ministerien betrifft? Ja, Herr Dupont, natürlich ist es bei uns auch so wie überall, dass die Minister und die Ministerinnen die Verantwortung für ihre Personalentscheidungen haben. Und die zuständige betroffene Ministerin hat ja sehr starke Konsequenzen gezogen. Sie hat Fehler eingeräumt und sie ist auch zurückgetreten, genauso wie ihr Staatssekretär, der Amtschef. Es ist vollkommen klar, dass die Landesregierung natürlich die Rechtsprechung der oberen Gerichte beachtet oder der Gerichte generell beachtet und dass wir genau danach auch handeln. Aber das heißt, jetzt sollten Sie im Amt bleiben. Gucken Sie dann mal in jedem Ministerium nach, ob da alles mit rechten Dingen zugeht? Oder sagen Sie, ist nicht meine Aufgabe, ist immer Zuständigkeit des Ministers, der Ministerin? Natürlich wurde jetzt, nachdem das Urteil gefällt worden ist, haben wir natürlich alle noch einmal miteinander gesprochen. Es gab ja auch Anfragen, wo abgefragt worden ist, jedes Ministerium, auch die Staatskanzlei. Und da ist ganz transparent und offen dargelegt worden, wie jedes Ressort mit dieser Frage umgeht. Aber es ist selbstverständlich, dass jeder Minister, jede Ministerin, ich sowieso auch, natürlich uns an dieser Rechtsprechung orientieren. Zugeschaltet ist die Psychologin Esther Brendel. Sie arbeitet an der Uni Mainz, ist aktiv bei den Scientists for Future, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzen. Jetzt hätte ich schon fast gesagt, für den Klimawandel. Hallo, Frau Brendel. Hallo. Ihre Frage an Frau Dreyer. Ja, hallo, Frau Dreyer. Ich muss ein bisschen ausholen, aber das passt ganz gut zu den Corona-Fragen von vorher. Im letzten Jahr hatten wir in Deutschland einen Rekordrückgang der Treibhausgasemissionen von ca. 10%. Also wir haben das Klimaziel für dieses Jahr geschafft. Das allerdings nur, weil 2/3 dieses Rückgangs auf die Corona-Einschränkungen zurückzuführen sind. Um also weiter die Klimaziele zu erreichen, müssten wir das jetzt jedes Jahr wiederholen, und zwar in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, nicht einfach auf diesem Niveau weitermachen, was wir jetzt haben, sondern jedes Jahr nochmal 10% weniger Emissionen als im Jahr davor, bis 2030. Die Wahlprogramme der meisten Parteien. Also bei den meisten Parteien kann man nicht erkennen, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Also meine Frage an Sie, Frau Dreyer: Was denken Sie, welche Einschränkungen werden nötig werden, um die Klimaziele zu erreichen? Ja, ich beantworte es sehr gerne. Ich versuche es auch kurz. Es ist ja ein komplexes Thema. Hallo, Frau Brendel. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben ein sehr ehrgeiziges Ziel uns vorgenommen, aber wir sind davon überzeugt, dass wir es erreichen können. Natürlich fußt es auf mehreren Säulen. Das eine ist die Wärmewende. Ich sage, das muss ich Ihnen nicht erklären, aber vielleicht den Zuhörern, Zuhörerinnen, da geht es wirklich um so Themen. In vielen Haushalten wird irgendwie noch falsch geheizt, dass wir ein Öfenprogramm haben, was man austauschen kann, dass wir das unterstützen, dass über Photovoltaik genutzt wird, erneuerbare Energie.
Energien, um tatsächlich die Wärmewende dann auch gut zu stemmen. Das zweite ist die Mobilitätswende. Und da ist vollkommen klar, dass wir darauf setzen, dass mehr Menschen dann zu Rad, zu Fuß, zu ÖPNV und so weiter unterwegs sind. Wir haben ein Nahverkehrsgesetz jetzt verabschiedet. Auf der Grundlage wird das eben weiterentwickelt, dass unser SPNV, ÖPNV eben auch noch besser wird und auch günstiger wird, dass mehr Menschen dann letztendlich auch umsteigen werden. Dazu gehört auch, Frau Brendel, dass ich der Auffassung bin, das können wir als Land nicht bewegen, aber auf der Bundesebene, dass innerdeutsche Flüge nicht mehr so günstig sein dürften, weil wir haben jetzt gelernt über Corona, man kann vieles auch über Videokonferenzen machen, man muss nicht in der Gegend rumfliegen. Ich glaube, viele Geschäftsleute, auch Politiker, haben das gelernt. Und das Dritte ist, das finde ich auch so wesentlich, dass wir natürlich die Wirtschaft unterstützen, sich umzubauen. Also wenn ich höre, die BASF will in Zukunft nur noch CO2-neutral wachsen oder ThyssenKrupp beispielsweise bei uns Rasselstein, die wollen, ist ein Stahlunternehmen, die wollen CO2-neutral produzieren. Oder sehe bei Wörth, bei unserem größten LKW-Werk, dass da jetzt der Elektro LKW in Serie produziert wird und zukünftig auch in Wasserstoff umgesetzt werden will. Das sind ganz wichtige Dinge, die wir voranbringen müssen. Muss und der Sie letzte unterbrechen? Punkt ist das Thema erneuerbare Energien. Klar, wir brauchen mehr erneuerbare Energien, auch in Frau Rheinland-Pfalz. Brendel, reicht das? Ja, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Also viele Parteien, unter anderem die SPD, aber sie sind da nicht alleine, setzen vor allem auf ein oder zwei Sektoren. Sie sind jetzt sehr stark im Vorantreiben der erneuerbaren Energien, wollen da sehr viel machen, aber vernachlässigen so ein bisschen, dass in allen Sektoren was gemacht werden muss. Und ich glaube, es reicht nicht darauf zu setzen, dass wir besser werden, irgendwie die Energie klimafreundlich zu erzeugen, weil es gibt so Sachen wie Rebound-Effekte. Sobald Leute wissen, das wird klimafreundlich erzeugt, werden sie auch freigebiger damit, die Sachen auszugeben. Das heißt, wir haben dann auf einmal doppelten oder dreifachen Stromverbrauch. Also am Verhalten der Leute was zu ändern, ich vermute, da werden wir nicht drum herum kommen. Und momentan ist unser System so gestrickt durch Subventionen, Investitionen, Steuersystem, was alles ziemlich in die falsche Richtung zeigt, dass es Leuten eher schwer gemacht wird und wirklich, aber glauben Sie denn, Frau die falschen Entscheidungen künstlich verbilligt werden und gefördert werden oder unwillentlich vielleicht, aber Frau Brendel, ich muss Sie unterbrechen, weil sonst rennt uns die Zeit davon. Ja, sonst rennt uns die Zeit davon. Reicht Ihnen denn klimaneutral 2040, was im SPD-Wahlprogramm steht? Es ist so Mittel. Also wir rechnen da ja mit Wahrscheinlichkeiten. Es geht um die Wahrscheinlichkeit, wann uns das Klima wirklich umkippt und davonläuft. Und da ist 2040, also da wird gepokert. 2030 wäre deutlich besser und deutlich sicherer. Aber Sie sagen trotzdem auch, es ist schon auch ein ehrgeiziges Ziel, wenn wir es schaffen, in Rheinland-Pfalz bis vor 40 neutral zu bleiben. Aber und ich gebe Ihnen an einer Stelle auch recht. Natürlich geht es auch um Effizienz und es geht natürlich auch um Veränderung von Verhalten. Und das sagt uns ja nicht nur der Bürger und die Bürgerin, das sagt uns auch die Wirtschaft, dass unser System sehr, sehr viele Fehlanreize hat. Und natürlich muss man daran auch arbeiten, dass man das Richtige anreizt mit Subventionen etc. Frau Brendel, ich sage an dieser Stelle Dankeschön, weil wir noch mal kurz auf die Mobilität gucken wollen. Danke, vielen Dank. Weil es nämlich von Felix Theiss aus Simmern noch den Vorschlag gab, wie wäre es mit der Reaktivierung der Hunsrückbahn? Wäre das was, Frau Dreyer? Ja, absolut. Das wollen wir ja auch unbedingt. Wir haben im Moment noch Diskussionen mit dem Bund wegen den Kosten, aber die Planfeststellung ist ja durchgeführt, glaube ich. Wir haben am 1. Dezember darüber auch eine Pressemeldung gemacht. Also das Thema Reaktivierung Hunsrückbahn, nicht nur die, wir haben noch mehr Reaktivierungsprojekte in Rheinland-Pfalz, ist uns ein Anliegen und es ist sicherlich ein ganz guter Beitrag zu dem Thema. SWR 1, der Tag in Rheinland-Pfalz mit Claudia Deeg. Und noch eine Stunde im Studio. Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, SPD-Spitzenkandidatin. Schönen guten Tag nochmal. Schönen guten Tag, Frau Deeg. Und eine Frage von Karl Müller zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wenn man als Mann Elternzeit nimmt, wird man noch immer benachteiligt, sogar im öffentlichen Dienst. Man wird zum Beispiel auf weniger wichtige Posten abgeschoben. Wie beabsichtigt die SPD hier ein Umdenken, vor allem bei älteren männlichen Vorgesetzten zu erreichen? Das sollte natürlich überhaupt gar nicht sein. Die SPD steht ja dafür, dass Männer und Frauen auch Elternzeit wahrnehmen. Wir sind sogar noch für eine Ausweitung der Vätermonate. Aber klar, als Arbeitgeber und als Arbeitgeberin versuche ich oder tun wir sehr viel, um eine andere Kultur auch in unseren Dienststellen zu befördern. Das heißt, wir machen nicht nur Workshops, wir machen nicht nur Fortbildungen für Vorgesetzte. Wir wollen, dass diese Kultur einfach wirklich überall Eintritt hält und
Es darf natürlich gar nicht sein, dass Väter, die Elternzeit nehmen, benachteiligt werden. Und da werden wir auch immer weiter dafür arbeiten, dass das nicht vorkommt. Es darf nicht sein, aber es scheint es immer noch zu geben. Und wir kommen gleich noch zu einem anderen umstrittenen Thema im Wahlkampf, nämlich das große Thema Bildung. Eins gehört gehört. Anita Hamed aus Welsh-Billig, sie fragt, warum wurden nicht schon längst Lüftungsanlagen in Schulen installiert? Schon letztes Jahr im Sommer gab es eine Studie zu Lüftungsanlagen, die problemlos und günstig selbst zu bauen sind. Wobei ich da ergänzen möchte, wieso müssen überhaupt Eltern Lüftungsanlagen bauen? Also warum wurden nicht welche installiert? Naja, es sind auch Lüftungsanlagen installiert worden. Das Land hat die Entscheidung unter Zuhilfenahme oder unter dem Rat der Experten und Expertinnen getroffen, dass wir sagen, überall dort, wo Lüften in den Schulen nicht möglich ist, weil das Lüften auch gut ist, dort sollen Lüftungsanlagen eingebaut werden. Dafür hat das Land 6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Schulträger hatten die Möglichkeit, einfach die Anträge zu stellen. Es ist immer noch sehr viel Geld von diesem Geld da. Insofern kann aber es dauert, ne? Also wenn ich Anträge stellen höre und so. Nein, es dauert gar nicht. Wir haben ein sehr unkompliziertes Verfahren. Der Schulträger muss einfach feststellen, in der Schule kann man in Räumen, Werkräume und was auch immer gar nicht lüften. Und dann ist es sehr unkompliziert, dieses Geld abzurufen. Also wir haben nochmal jetzt ein Rundschreiben gemacht. Wenn es Schulen gibt, wo der Bedarf besteht, wird das Land auch finanzieren. Noch eine Frage. Hallo, mein Name ist Bianca Schröder. Ich bin Mama von 2 Kindern. Mein Kleiner ist in der 1. Klasse, mein Großer ist in der 5. Klasse. Ich würde gern wissen wollen von der Malu Dreier, wann öffnen die weiterführenden Schulen wieder? Wir haben mittlerweile einfach das Problem, dass wir mit unserem Großen psychisch nicht mehr so gut klarkommen. Er vermisst seine Freunde, er vermisst seine Lehrer, er vermisst einfach den regulären Ablauf. Wir können das zu Hause nicht mehr leisten. Wir sind beide in doch systemrelevanten Berufen beschäftigt. Mein Mann ist bei einem großen Zuckerhersteller in der IT-Abteilung. Ich bin in einer Personalabteilung für die Bezahlung der Mitarbeiter zuständig. Wir sind beide im Homeoffice. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder wieder in die Schule gehen können. Wie positionieren Sie sich, Frau Dreier, zu diesem Thema? Frau Dreier. Ja, liebe Frau Schröder, ich verstehe total gut, was Sie sagen. Wir wissen auch, dass die Familien wirklich total am Limit sind. Das ist einfach so eine verdammt lange Zeit, dieser Lockdown. Und ich weiß auch, dass die Kinder wirklich große Sehnsucht danach haben, wieder in die Schule zu gehen. Für uns ist völlig klar, wir haben jetzt sanft begonnen mit den Grundschulen im Wechselunterricht. Es werden jetzt die 5., 6. und die anderen Klassen sehr schnell folgen. Das Ziel ist nämlich vor Ostern, alle Klassen in der Schule wieder zu haben, im Wechselunterricht. Das heißt, wir werden allerspätestens am Freitag dann nach der Kabinettsentscheidung deutlich machen, wie geht es weiter. Sie können aber davon ausgehen und auch Ihrem Kleinen sagen, dass es nicht mehr lange dauern wird, dass auch der Wechselunterricht für die weitergehenden und weiterführenden Schulen beginnen wird. Ich habe Sie richtig verstanden, noch vor den Osterferien sollen alle Schulen, Klassen nochmal in Wechselunterricht kommen. Mein Name ist Thomas Götz. Ich bin Professor für Mathematik an der Universität in Koblenz. Und meine Frage an Frau Dreier wäre, wie Sie sich die Finanzierung der Universitäten in Rheinland-Pfalz in Zukunft vorstellt, die ja zurzeit chronisch unterfinanziert sind, und auch insbesondere die Aufbaufinanzierung der Universität in Koblenz. Ja, wir haben gerade die Hochschulpaktmittel verstetigt. Das heißt, wir haben auch für die Universität Koblenz gerade Zielvereinbarungen abgeschlossen, wo die Finanzierung auch der nächsten Zeit klar miteinander vereinbart worden ist. Persönlich bin ich auch der Auffassung, dass das jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage ist für die Universität in Koblenz. Ich habe großes Vertrauen auch an diesen Standort. Sie sind sehr gut in der Informatik, sie sind gut in der Lehrerausbildung, sie sind ganz eng verknüpft auch mit der Wirtschaft, und es wird jetzt darum gehen, dass man diese neue Stärke noch mal weiterentwickelt als eigenständige Universität. Ich glaube, dass Sie mit der Zielvereinbarung und den Zusagen des Landes wirklich eine sehr gute Grundlage haben, daran zu arbeiten. Und wir haben schon immer auch die Zusage gegeben, wenn sich in diesem Prozess neue, sehr, sehr wichtige, gute Dinge entwickeln, dann kann man mit dem Land auch weiterhin in Zukunft sprechen, falls da Finanzbedarf besteht. Jetzt haben Sie aber erstmal eine gute Grundlage, um auf dieser zu arbeiten. Sprechen, um dann mehr Geld zu bekommen, vielleicht, wenn es nötig ist. Das ist ehrlich gesagt ja auch üblich, dass wenn neue Studiengänge entstehen oder neue Projekte entstehen, dass man dann miteinander spricht und schaut, was möglich ist.
Wir hatten eben die Hörerin, die ja verzweifelt klang und sich sehnlichst eine Öffnung der Schulen gewünscht hat. Und eine direkte Reaktion darauf, auf das, was Sie eben gesagt haben, Frau Dreyer, von Irina Jambert hier übers Studiofeedback über swr1.de. Wir sind in der dritten Welle und man soll die Kinder wieder in die Schulen zurückschicken. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was sagen Sie ihr? Ja, Frau Jambert, auch das berücksichtigen wir natürlich. Wir haben ausgeklügelte Hygienekonzepte und wir haben ja davon abgesehen, dass wir sagen, die Kinder gehen jetzt wieder in den kompletten Präsenzunterricht, sondern wir gehen tatsächlich nur in Anführungszeichen in den Wechselunterricht. Das heißt, die Klassen sind halbiert, es sind nicht mehr so viele Kinder in der Schule, können Abstand halten. Die Kinder tragen sogar auch in der Grundschule Masken und auch die Lehrer und Lehrerinnen haben die Möglichkeit, sich jederzeit anlasslos testen zu lassen. Insofern tun wir jetzt gerade sehr, sehr viel für die Hygienestandards und wollen damit auch den größtmöglichen Schutz für die Kinder sichern. Es ist auch so, dass am besten in der Klasse geblieben wird. Das kriegen die Schulen auch ganz gut hin. Insofern denke ich, dass man beiden Interessen jetzt wirklich gerecht wird, der Notwendigkeit, die Kinder auch wieder in die Schule zu schicken, Unterricht sicherzustellen, aber auf der anderen Seite eben auch zu schützen. Aber wenn ich jetzt nochmal darauf eingehe, wenn ich noch betrachte, was ab nächsten Montag gelockert wird, wie Sie hier auftreten, gerade in der Sendung. Ich erinnere mich, vor ein paar Wochen, da hatten Sie noch eine andere Haltung. Jetzt haben Sie in Aussicht gestellt, auch Kontaktbeschränkungen im Privaten etwas zu lockern und zu öffnen. Was treibt Sie an? Ist es der Wahlkampf oder, wie die Frau schreibt, wir sind ja eigentlich in der dritten Welle, müssten wir nicht noch weiterhin streng bleiben? Nein, meine Linie war schon immer dieselbe und zwar völlig unabhängig von Wahlkampf oder nicht. Die größte Herausforderung ist, die Balance zu finden zwischen der Einschränkung der Menschen und dem Gesundheitsschutz. Und man hat das ja ganz schön jetzt in der Sendung gesehen. Zwei Mütter, zwei ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und das können Sie eigentlich auf die gesamte Gesellschaft beziehen. Manche Menschen sind der Auffassung, wir müssen einfach noch weiter im Lockdown bleiben. Andere sagen, wir halten es eigentlich wirklich nicht mehr aus. Die Kunst besteht also darin, wirklich in verantwortungsvollen Schritten sie zu tun. Nicht zu übertreiben. Es ist wirklich nicht übertrieben, was wir jetzt machen. Bayern macht die Baumärkte auf. Wir machen das Gartencenter des Baumarktes im Außenbereich auf. Also wir versuchen tatsächlich, die Maßnahmen so zu setzen, dass wir wirklich sagen, wir berücksichtigen das, was wir berücksichtigen können und wir versuchen natürlich auch für die Bevölkerung diesen Lockdown auch noch irgendwo erträglich zu gestalten. Die Menschen, die im Moment existenzielle Sorgen haben, die sollten wir auch nicht vergessen, die haben im Moment wirklich einen ganz, ganz schweren Job. Ich war heute Mittag bei dem Thema Gastro, Hotellerie, die haben heute gestreikt hier. Das ist auch eine ganz schwierige Geschichte. Das heißt, wir müssen diesen Balance einfach miteinander finden und dass die Interessen da unterschiedlich sind. Auch das Gefühl zu dem Lockdown, es gibt ganz unterschiedliche emotionale Situationen, verstehe ich alles, aber die Kunst ist oder meine Aufgabe ist es, da die richtige Balance zu finden. Und ich glaube, und wenn Sie auf die Zahlen noch, in Rheinland-Pfalz schauen, wenn ich Sie unterbrechen darf, weil dabei aber auch immer noch ja die Sterberate und die Intensivstationen die Zahl der belegten Betten im Blick haben. Absolut, weil ich auch niemals nur auf die Inzidenz schaue. Ich schaue auch auf die Impfquote, ich schaue auf die Testmöglichkeiten, aber ich schaue immer auch auf unsere Krankenhäuser. Und in Rheinland-Pfalz muss man sagen, hat das in der Vergangenheit mit den Krankenhäusern ja auch insgesamt gut funktioniert. Alle Menschen, die leider erkrankt sind, haben auch einen guten Platz zur Behandlung gefunden. Wir hatten mal einen Engpass in der Vorderpfalz, aber da haben alle anderen Krankenhäuser parat gestanden, um tatsächlich auch Patienten zu übernehmen. Wir sind da gut aufgestellt, auch in den Rettungsdiensten, dass auch beatmungspflichtige Menschen gut transportiert werden können in andere Krankenhäuser. Das heißt, das ist das Spannungsfeld, damit müssen wir umgehen. Und ich kann nur den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, wir überlegen immer ganz genau, wir lassen uns beraten, wir wägen ab und schauen, dass die Einschränkungen so gering sind wie möglich, aber eben dann auch so, wie wir es brauchen, um den Gesundheitsschutz sicherzustellen. Und damit sind wir beim Thema Krankenhäuser. Guten Tag, ich bin Josef Norman aus Staudt im Westerwald und ich habe eine Frage an die Frau Ministerpräsidentin Dreyer. Warum sind die Krankenhäuser seit Jahren unterfinanziert? Ein früherer Staatssekretär im Finanzministerium hat mir mal dazu erklärt, dass die Finanzierung so geregelt ist, dass das Land die Ausstattung der Krankenhäuser finanziert, also medizinische Geräte und Gebäude, und dass die laufenden Betriebskosten wie Personal und Hilfsmittel durch die Einnahmen finanziert würden. Mir scheint, dass es seit Jahren keine klare Regelung mehr zur Finanzierung gibt.
Ja, Herr Norman, es ist tatsächlich so, wie Sie es beschreiben. Die Einnahmen, das sind die sogenannten Fallpauschalen. Das sind im Grunde die Gelder, die man bekommt, um die Betriebskosten zu decken. Das heißt, für einen zu behandelnden Fall gibt es so und so viel Geld, die DRGs. Und tatsächlich ist es so, je nachdem, wie ein Krankenhaus aufgestellt ist, die kleinen beispielsweise, für die sind die Fallpauschalen schlicht und ergreifend überhaupt nicht ausreichend. Wir haben als Land die Investitionskostengelder in den Vergangenheiten erhöht. Die Gesundheitsministerin hat also mehr Geld zur Verfügung, aber wir kommen mit den Betriebskostenerstattungen und das ist dann die Krankenkasse im Fallpauschalensystem eben nicht dorthin, wo wir wollen. Da gibt es zwei Bereiche, wo ich den besonderen Handlungsbedarf sehe. Das ist einmal die komplette Kindermedizin. Sie ist aus meiner Sicht absolut unterfinanziert und das ist eine Katastrophe. Weil da die Fallpauschale auch gar keinen Sinn macht. Nein, die macht keinen Sinn und sie ist auch viel zu niedrig, um die Belange da abzudecken. Und der zweite Punkt sind die kleinen Krankenhäuser, weil sie haben natürlich nicht immer ein gefülltes Krankenhaus in ländlichen Regionen. Sie brauchen auch so etwas wie Vorhaltekosten und die werden in dem System schlicht und ergreifend nicht abgedeckt. Und deshalb arbeiten wir hart über den Bundesrat, auch mit vielen Verbündeten in anderen Bundesländern daran, dass das Fallpauschalensystem wirklich überarbeitet wird für bestimmte medizinische Bereiche und damit dann auskömmlich wird für die Krankenhäuser. Aber wir hatten gerade am Montag hier in SWR1 Rheinland-Pfalz die Landesgeschäftsführerin der Barmer, die gesagt hat, ja, es gibt einen Investitionsstau und die CDU verspricht 100 Millionen Euro für die Krankenhäuser. Was versprechen Sie? Ich habe jetzt unsere Investitionssumme nicht im Kopf, aber wir haben auf jeden Fall in den letzten Jahren wirklich auch ordentlich draufgelegt. Ja. 15 Millionen, glaube ich, was die Investitionen zusätzlich, plus ein Strukturfonds, den der Bund ja finanziert, den wir kofinanzieren mit auch hohen zweistelligen Zahlen. Also wir haben die Investitionsmittel wirklich erhöht und Investitionsstau in Anführungszeichen gibt es eigentlich in der Regel, weil Krankenhäuser melden sehr früh ihren Bedarf an. Dann muss geplant werden, da gehen oft dann auch Jahre übers Land und natürlich ist das immer in der Liste drin. Aber wir sind wirklich angestrengt, die Investitionen zu stemmen. Das Hauptproblem aus meiner Sicht ist nicht die Investition, das Hauptproblem sind die Betriebskosten. Im Studio nach wie vor Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Es ging eben ums Impfen in den Nachrichten. Wann lassen Sie sich impfen? Ja, ich lasse mich impfen, wenn ich dran bin. Und ich bin noch nicht dran. Wir eröffnen ja jetzt gerade mal die Prio 2. Das sind ganz andere Berufsgruppen. Dann natürlich auch die Menschen, die 80 aufwärts und später dann auch 70 aufwärts sind. Aber das dauert alles noch. Also es wird noch eine Weile dauern. Dann lasse ich mich aber auf jeden Fall impfen. Und der Impfstoff ist Ihnen egal, welcher es ist? Ja, wir haben kein Wahlrecht und deshalb muss man es akzeptieren. Ich bin froh, alle Impfstoffe, die auf dem Markt sind, sind gute Impfstoffe. Und ich bin einfach froh, wenn wir viele Menschen impfen. Und dazu gehöre ich irgendwann dann auch. Es gibt Wechselunterricht in den Grundschulen. Ab Montag geht noch mehr. Wie erklären Sie Kindern und Jugendlichen, dass sie keinen Sport machen können? Ja, es ist total schwer zu erklären für die Kinder und die Jugendlichen. Die vermissen ihren Sport eben auch total und außerordentlich. Der Grund ist ja eigentlich, also erstens mal Kontaktreduzierung, aber es geht auch immer um die Aerosole. Und man kann einfach nur den Kindern auch sagen, noch ein bisschen Geduld. Wir werden jetzt auch die Mutante noch weiter beobachten müssen. Und natürlich zu einem Perspektivplan, das heißt ja nicht morgen alles auf, aber dazu gehört auch, dass man Perspektiven entwickelt. Wann kann es dann eigentlich auch in welchem Maße mit Sport weitergehen? Vielleicht auch Sport draußen gerade, wenn die natürlich. Jungs draußen kicken also, und die Mädels dann... Aerosole ist beim Hallensport, aber draußen müsste doch möglich sein. Absolut, es wird auch auf jeden Fall wieder so sein. Also außen vor innen ist immer noch der Grundsatz erzählt. Und wenn innen, dann kommt es ein bisschen darauf an, unter welchen Umständen. Aber ganz sicher ist es so außen. Der Sport wird mit Sicherheit erstmal beginnen, stufenweise im Außenbereich. SWR1-Hörer Guido Hahn aus Sinzig hat eine Frage. Wie sehen Sie das, Frau Dreyer, mit dem Sport? Wann meinen Sie, werden speziell im Fußball wieder Zuschauer reingelassen? Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, Herr Hahn. Also da sind wir schon ganz viele Schritte weiter. Wir wissen allerdings, es gibt Konzeptionen, die jetzt ganz viele machen, auch in anderen Sportarten, wo wirklich die Vereine oder die Unternehmen, die stellen dann sicher, dass getestet wird, dass eine bestimmte Hygienemaßnahmen, Vorrichtungen eingehalten werden. Das wird so der Weg sein. Der Weg, den werden wir gehen. Da bin ich ganz fest überzeugt. Heute ist viel über Tests gesprochen worden. Und wir werden so eine Kombination finden müssen, um möglichst schnell dann auch wieder Schritt für Schritt so etwas zu ermöglichen. Aber immer nur in kleinen Dosen. Die Gefahr eigentlich bei den Fußballfans ist eigentlich nicht, dass sie nicht weit genug auseinandersitzen könnten im Stadion oder am Sportplatz. Die Gefahr ist eigentlich eher davor und danach. Und da muss man einfach auch ein Stück weit Rücksicht drauf nehmen. Zu Beginn
Ihres Besuchs hier im Studio, Frau Dreyer, da haben wir Ihren Wunschhit gespielt, Brothers in Arms. Und da haben Sie auch über Ihr Engagement in der Friedensbewegung in den 80ern gesprochen. Jetzt jagen Militärjets über die Westpfalz. Und Thomas Sopp aus Kaiserslautern, aktiv in einer Initiative gegen Fluglärm, fragt zu diesem Dauerthema, ich lese das mal vor, warum wird beim Thema Fluglärm immer zuerst die Freundschaft mit dem Militär betont und nie auf die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger wegen des Lärms eingegangen? Das ist sehr, sehr auffällig. Also als erstes will ich nochmal sagen zur Friedenspolitik, nach wie vor bin ich jemand, der ganz, ganz viel in diesem Bereich auch tätig ist und tut. Ich finde, ich bin total erleichtert jetzt mit der US-Präsidentschaftswahl, weil ich wieder Vertrauen darin habe, dass wir es doch wieder schaffen, internationale Verträge nach vorne zu bringen. Und da kann die SPD auf Bundesebene auch eine Rolle spielen mit ihrem wirklich auch sehr klaren Fraktionschef, Herrn Mützenich, dass wir wieder mehr in Richtung Abrüstung gehen, dass wir auch die Initiative in Rheinland-Pfalz, die wir haben im Landtag auch so entsprochen. Wie passt dazu der Lärm in der Westpfalz? Zum Atomwaffenverbot. Ich finde es ganz wichtig, jetzt einfach nochmal zu sagen, dass man international auf dieser Ebene weiterkommt, weil das so eigentlich nicht bleiben kann, wie es ist. Aber natürlich, es tut mir leid, dass das Empfinden so ist, dass man die Freundschaft zu den Militärs immer im Vordergrund steht, weil es ist natürlich beinichten so, dass wir nicht wissen, dass es die Initiative gibt, dass es Bürger und Bürgerinnen gibt, die uns auch regelmäßig schreiben und sich beschweren über den Lärm. Und wir sagen dann auch immer, was auch wahr ist, wir haben einfach ein ständiges Gremium mit den Militärs, wo wir regelmäßig uns treffen, um die Fragen zu besprechen, wenn es gerade mal wieder viel zu heftig geworden ist mit dem Lärm. Wie kann man auch Lärmpausen einlegen? Wie kann man irgendwie einen Weg finden? Man wird Rammstein, Spangdahlem, da ist es einfach so, es ist dort Lärm, das kann man auch nicht einstellen. Aber immer wieder zu versuchen, Wege zu finden, dass die Bevölkerung einigermaßen zu bestimmten Zeiten davon verschont ist, das ist ein ständiges Bemühen der Landesregierung mit den Militärs. Dann haben wir eine Frage noch aus dem Bereich der Kultur. Alfred Labonte aus Horbach im Westerwaldkreis fragt, die SPD will ja in der nächsten Legislatur ein Kulturfördergesetz verabschieden. Warum wurde das 30 Jahre lang nicht angefasst? Kommt der Sinneswandel durch die Forderungen der Opposition? Das glaube ich jetzt gar nicht, aber ich kann Ihnen auch, der Herr Labonte, die Frage nicht wirklich beantworten. Ich weiß nur, in der letzten Legislaturperiode hat es ganz viele Gesprächsrunden mit Kulturschaffenden gegeben, wo nochmal analysiert worden ist, wie geht es eigentlich weiter, weil natürlich auch Generationenwechsel sind, beispielsweise in vielen freien Projekten, die zum Kultursommer Beiträge leisten und so weiter. Und in diesen Gesprächen ist immer wieder auch das Kulturfördergesetz artikuliert worden und auch gefordert worden. Und der Minister und wir als Regierung insgesamt, als SPD, haben gesagt, ja, das ist eine gute Idee, wir werden uns jetzt an die Arbeit machen und das soll in der nächsten Legislaturperiode kommen. Wir haben hier noch Michael Kuhn aus Koblenz. Er fragt, wie ist Ihre Aufnahmebereitschaft, weitere Geflüchtete in Rheinland-Pfalz aufzunehmen? Wie positionieren Sie sich zu diesem Thema? Würden Sie sich im Bundesrat dafür einsetzen? Ja, wir tun das. Entschuldigen würden Sie. Wir nicht nur, sondern wir tun das sogar. Wir haben vor allem über den Bundesrat nochmal eine Initiative ergriffen wegen den Flüchtlingen, die in Moria festsetzen, in diesen schrecklichen Zuständen. Wir haben sehr klar gesagt, dass Rheinland-Pfalz bereit ist, auch mehr Flüchtlinge aufzunehmen und den Bund aufgefordert, dass er einfach andere Kontingente auch holt. Also wir sind offen, wir sind auch bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Wir glauben auch, dass wir in der Vergangenheit das ganz gut hinbekommen haben, auch im Einklang mit der Bevölkerung. Und wir sehen da einfach auch eine humanitäre Verpflichtung. Damit sind wir eigentlich fast schon am Ende. Wir machen ja so eine ganze Reihe. Wir laden mehrere Spitzenkandidatinnen und Kandidaten ein. Übermorgen ist hier David Schwarzendahl von der Linken zu Gast und beantwortet Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Kennen Sie ihn? Und wenn ja, was schätzen Sie an ihm? Nein, ich kenne ihn leider nicht, Frau Deeg, aber ich kann ihm einfach jetzt nur ein gutes Gespräch mit Ihnen wünschen und mit den Hörern und Hörerinnen. Wäre denn die Linke eine Bereicherung im Rheinland-Pfälzischen Landtag? Also ich werde als Sozialdemokratin alles tun, den Menschen immer wieder dafür zu werben, dass wir wirklich auch eine gute Sozialpolitik machen in unserem Land und dass deshalb die Linke in unserem Parlament nicht erforderlich ist, sondern dass wir versuchen, als Sozialdemokraten wirklich auch das Spektrum mit abzudecken. Und damit sind wir fast schon bei Koalitionsgeschichten. Wie ist das eigentlich vor einer Wahl? Wird da jetzt schon mal gesprochen und gesagt, ach komm, wollen wir die Ampel nicht so weitermachen? Oder kämpft da jeder für sich? Das ist gar nicht so. Also jeder kämpft für sich. Für die SPD ist es ja auch sehr wichtig, stärkste Partei zu werden bei dieser Wahl. Nur so können wir am Ende auch tatsächlich Regierung bilden und nicht Ministerpräsidentin bleiben. Wie dann die Koalitionen werden, das wird danach der Bürger entscheidet, ja, wie die Konstellationen sind. Wir haben gut regiert in der Ampel, aber wieder
der Bürger am Ende entscheidet, wissen wir nicht. Wir kämpfen jetzt erstmal um eine möglichst starke SPD. Vielen Dank für das Gespräch, für den Besuch hier im SWR1-Studio. Ich danke Ihnen auch, Frau Degen, und ich danke auch den Hörern und Hörerinnen für die Fragen. Vielen Dank.